Nasi sotto. Wir haben noch Gratwickel oder Kohlroulade in Bali. Das ist Hackerfleisch. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf Bali wieder unterwegs. Toll, wieder hier zu sein, und schaut mal, wen wir dabei haben. Der Martin zeigt uns heute mal ein bisschen mehr auf Bali, was wir noch nicht gesehen haben und gegessen haben. Genau, wichtig ist, wir haben ja schon 2 Videos mit Martin gemacht. Bali abseits des Massentourismus, Teil 1 und Teil 2. Und es war so erfolgreich. So viele von euch haben uns Fotos geschickt, wie sie mit Martin solche Touren gemacht haben. Und da haben wir uns gedacht, jetzt machen wir nochmal eine dritte Tour mit Martin. Und zwar gehen wir auf ein kleines Abenteuer, einen kleinen Ausflug in die balinesische traditionelle Küche und nicht das, was man sonst so, ja, Touristen, sag ich mal, serviert. Ganz viel Spaß beim Video. Und ja, wenn ihr bei Martin das machen wollt, wie bei den Touren schon, sagt ihm einfach Bescheid, was ihr essen wollt, abseits von dem, was eben sonst so angeboten wird. Viel Spaß beim Video. Gibt's Reis to go in der Tüte und Gemüse hier noch. Bami Goreng, ja. Bami Goreng, Nasi Goreng, ja. Wir halten hier vorne an bei Balinesisa Pork Belly. Sehr stabil, geht nie kaputt. Ja, viele Tempel sind wir schon hier. Ah, die riecht bestimmt. Blau, ne? Die Farbe. Und Spaghetti. Studentenblumen, die wachsen bei uns ganzes Jahr. Ja? Die gibt es auch in Thailand, die kenne ich, ja. Auch in Thailand. Ja, und werden alles für Vergaben verwendet. Genau. Imbiss, aber würde für euch nicht empfehlen. Und da seht ihr schon das Zeichen. Wir gehen in eine kleine Warung und zeigen euch mal ein bisschen, was es dort zu essen gibt. Warungs, erklären wir euch gleich, was es bedeutet und warum nicht jeder Warung eine Warung ist. Nasi sotto. Wir haben noch Gratwickel oder Kohlroulade in Bali. Das ist Hackerfleisch, aber nicht in Chinakohl gewickelt und gebraten, sondern in Bananenblätter. Ich glaube, das schmeckt mir. Das schmeckt, ja, in Bananenblätter, ein bisschen wurzig für euch. Ja. Esse ich gerne, bestimmt. Würdet euch probieren? Das ist unsere Kohlroulade. Langsam noch was. Esse ich gerne, bestimmt. Kannst du probieren? Balinesisa Kohlroulade. Alles drin. Jetzt musst du probieren. Aber das ist noch mehr drin als fütter mich mal. Das ist einfacher. Das ist Fleisch, Gewürze, Blut, Schweinehaut. Interessant. Es ist eine Mischung aus Hautwickel, letztendlich, also Hackfleisch, aber es ist nicht so fein wie bei uns. Und da ist Blut drin, Blut merkt man, es ist so ein bisschen wie glibberig. Und ich glaube auch so was wie Knorpel ist da drin, also das Hart ist auch noch dazwischen. Aber es ist lecker und es ist scharf. Pork Belly, also Schweinebauch gibt es heute hier, ja? Ja, das ist hier Pork Belly oder Schweinefleisch. Das heißt also mit ordentlicher Sparte. Ich sehe also nur. Das ist Hackerfleisch. Ja. Das ist Schweinefleisch mit balinesischer Soße und der balinesischer Pork Belly. Das ist knusprig. Wir haben es gekostet. Mit Hand. Oder? Ja, doch. Yeah. Ja. Ich esse mit Hand. Also dazu essen wir Reis. Dazu essen wir Reis mit Rostzwiebel. Und das ist nicht Vorspeise. Das ist die Suppe, Schweinefleisch-Suppe. Nicht als Vorspeise, sondern dazu essen wir Reis. Reis, ne? Dazu essen wir Reis gleichzeitig. Nicht gleichzeitig. Als Vorspeise. Aha. Und das Hauptgericht. Genau, Hauptgericht. Und dann nächster Hauptgericht ist balinesischer Pork Belly. Also zweimal Hauptgericht essen. Ja, genau, alle. Also wir essen keine Gänge. Ne? Okay, also ihr habt immer Hunger, wenn ihr, also ihr isst immer, wenn ihr Hunger habt. Essen wir alles. Ja. Aber es ist wirklich ein bisschen knusprig hier. Ja, ja? Das kann kosten. Muss ich mal probieren, ja? Ja. Ich mag das ja. Eigentlich mag ich das, wenn es so schön knusprig ist. Lecker. Wo Arian mal lecker liegt.
Nasi, Sotobabi, Samsam Guling. Samsam Guling ist gut. Was man auf Bali oder letztendlich auch in Indonesien am meisten isst? Ja, Reis. Reis. Nasi Goreng. Nasi. Nasi Putih. Mit Rostzwiebel. Leckerer Sotobabi. Schweinefleischsuppe. Dazu essen wir Reis. Aber das ist jetzt ein Mix, ne? Das ist jetzt letztendlich dieses Gericht. Gibt es immer so oder ist das jetzt ein Mix aus dem Schweinefleischbauch und Innereien? Mix. Mix. Warum? Richtige Warum wie hier? Hast du auf dem Tisch keine Speisekarte, keinen Preis. Mhm. Das ist richtige Warum. Also Straßenküche kann man so sagen, ja. Weil jeder Balinese Bescheid weiß, wie, was man essen möchte, wie soll eine Portion kosten. Mhm. Jeder weiß Bescheid. Man braucht keine Speisekarte. Gut, das heißt, wahrscheinlich dann gibt es auch nur das, was sie da gerade machen. Na, das gibt es jetzt hier, da brauchen wir ja keine Speisekarte, stimmt. Ja. Das geht. Die sind spezialisiert jetzt auf Schweinebauch und die Schweine. Super. Aber heißen ja viele Restaurants jetzt Warung. Ja, eben, deswegen ja. Na, das ist getrickt. Ja, da steht oben Warung Kartini. Wir sind jetzt genau bei originaler balinesischer Imbiss. Also nicht touristischer Warung, sondern balinesischer Warung. Da haben wir auf dem Tisch keine Speisekarte, sondern steht alles an die Wand. Das ist also quasi die kleine, ja warum, also Straßenküche, würde man in Thailand sagen, hier sagt man das auch, ja, mit verschiedenen Speisen. Aber sie hat ja hauptsächlich, sie hat sich spezialisiert auf Schweinefleisch, Schwarte und Kleinigkeiten. Also es waren erst zwei Gerichte plus Reis zusammen 35.000, das sind ungefähr 2,10 €, 2,15 € habe ich jetzt ausgerechnet für eine volle Mahlzeit. Also ich bin satt geworden, also vermeintlich wäre ich satt geworden, aber ich will noch mehr essen. Ist okay, ist günstig, sehr, sehr günstig essen hier auf Bali. Warung Tekor besuchen wir jetzt. Ne? Tekor bedeutet Teller, aber nicht wichtiger Teller, wie du täglich hast. Ja. Also Tekor ist balinesischer Teller, also aus Bananenblätter. Ja? Die Bananenblätter sind ja bei uns als Verpackungsmittel und auch als Teller. So heißt das Lokal, das wir jetzt gleich besuchen, nennt man sich Warung Tekor. Er hat seine Spezialität. Er kocht wie früher, aber schmeckt modern, das aber richtige Warung. Das heißt, das sind dann eher nur Einheimische. Einheimische? Balinese. Also nicht als Show. Ja, also traditionell typisch balinesisch ist das Essen mit den Fingern in Bananenblättern gewickelt oder auch serviert als Teller. Ja, und ganz traditionell ist es dann tatsächlich hier in einem Holzhäuschen. Ja, leider ist der Opa nicht da. Opa, der Eigentümer des Restaurants. Tekor, er heißt auch Tekor. Tekor, genau. Und der Teller heißt Tekor. Ah, der ist auch Tekor? Ja. Okay. Das ist Chicken-Spieß mit Kokosnuss. Eier, Chicken, Tintenfisch. Ziegen. Das ist Ziege? Oh, ja, okay. Sojasprosse. Und dann die Suppe, Ziegensuppe mit Bananenstaude. Kurkuma-Saft mit braunem Zucker. Gelbe Kurkuma, mach alles gelb. Wie Ingwer. Okay. Wie Ingwer. Oh, gibt's heute roh Sambal, roh Soße, alles roh. Zwiebel roh, Chili roh mit Kokosnussöl. Dominik, was auch. Okay. Nein, dann mache ich das nicht mehr. Wenn du mich schon warst. Das ist Chili roh. Oh. Okay. In Bali, wir stehen ja sehr früh auf, wenn die Hähne zu krähen anfangen. Ja, deshalb fast in jedem Haus sieht man so einen Kampfhahn. Das ist unser natürlicher Weckruf.
Sehr gut. Das ist der Opa, das ist ja. Familienoberhaupt und auch der Restaurantführer. Der Koch. Ah, er ist auch der Koch, ja? Ja. Und er kocht auch. Ach, alte Rezepts. Der Eingang, oh ja. Wir ja. finden den Eingang hier. Das ist nicht so ganz einfach. Das ist ja ein Busch. Ja. Hättet ihr wahrscheinlich nie erkannt, dass das ein balinesisches Restaurant ist. Ist nicht so typisch, wie man das so kennt, oder? Na gut, weiter geht's. Ja, wir waren bei Warung Tekor, ne? Und wir haben Nasi Champur gegessen. Nasi Champur. Das ist der große Teller mit den verschiedenen. Ja, auf dem Teller mit verschiedenen Spezialitäten, balinesische Spezialität, also kleine von vielen auf einem Teller. Das haben wir gerade gegessen, also heißt Nasi Champur. Das war Tintenfisch dabei, gebratenen Eier und Ziegenfleisch und Hühnchen. Klar, und balinesischer Chili Soße. Das ist wirklich balinesisch. Ja, balinesisch. Genau. SL. Super lecker. Also Spezialität hier ist Ziegenfleisch, gehackte. Hackerfleisch. Okay, weil es pur ist, also nicht gemixt und sowas. Nein, nicht gemixt. Können wir balinesischer Hackerpeter. Also Hackfleisch, angemachtes Hackfleisch. Hackfleisch, ja genau. Aber roh. Roh. Ja, das kenne ich auch nicht. Also, der Eigentümer kenne ich gut. Das heißt, wir dürfen reingehen und essen und gucken, Videofoto machen. Also, da bin ich super gespannt. Also, das ist Ziegenfleisch, angemacht letztendlich mit verschiedenen Zutaten, das wir zu Hause niemals machen würden, in unseren Hackepeter oder was nach mal noch angemachtes Hackfleisch oder Jägerschnitt. Nee, was heißt Jäger? Jägermit. Anders, anders. So, yeah. Mit junger Pfeffer, Kügelchen. Siehst du die grünen Ding? Ja. Das ist junger Pfeffer. Ja, das Dominik mag das. Ich bin nicht so der Freund. Boah, ja, ja. Geil. Roh. Das ist mal so roh ohne Brot oder Brötchen, Baguette oder Brötchen. Reis. Also Reis. Ja, klar, wir sind ja auch in Asien. Die Deutschen wieder. Ohne Püree. Oh, Pfeffer hast du jetzt. Das ging jetzt mal so schnell, da kamen so viele Sachen rein. Was ist denn jetzt alles drin? Rostknoblauch, Rostzwiebel, Rohknoblauch, Galangan und dann junge Jackfruit, diese weiße Ding. Ja. Alles manual. Kann manual nicht in der Tabu gehen. Oh, kein Fleisch wollen? Nee, manual. Wow. Manual. Und das macht richtig fein. Ja, das war jetzt ja wirklich spannend. Aber für mich als Tourist, ich sag mal, wir waren jetzt schon ein paar Mal auf Bali, Stefan und ich. Ja. Wenn jetzt aber ich hierher komme, dann sehe ich ja, ich sag mal, Nasi Goreng, Pami Goreng. Aber was würdest du sagen, was ist die typisch balinesische Küche? Was muss ich so ausprobieren, wenn ich hier bin? Mit Nasi Goreng oder Mi Goreng kannst du jetzt überall probieren. Aber Nasi Champur oder Lawar, ne? Lawar Kambing, sowas haben meisten Urlauber verpasst. Die finden ja nicht. Ja. Das ist richtig pur balinesische Spezialität. Werden sogar nicht überall im Restaurant oder in den Touri-Warung angeboten. So was es gibt nur bei richtiger balinesischer Warung. Okay. Ja, Nasi Champur ist unsere Spezialität. Ja. Also das ist kleine Spezialität von vielen kleinen Spezialitäten auf einem Teller. Und dann werden einfach so gegessen. So was muss man in Bali als Urlauber teilnehmen. Ja, das soll unser kleiner Ausflug gewesen sein. Wir haben jetzt doch mehr gegessen, als wir gedacht haben. Ich würde mal sagen, herzlichen Dank an dich, dass du uns da in die Küche reinschauen lassen hast, sozusagen. Und für uns war es halt, ich sag mal so, eine Ergänzung zu dem, was wir bisher gemacht haben. Weil die zwei Videos, die wir schon produziert haben mit Martin, die waren echt klasse, was wir erlebt haben. Und jetzt noch in Kombination mit dem Essen. Ich hoffe, dass die Zuschauer, die dich engagieren, dann auch einen Blick in die Küche sozusagen werfen können. Oder so einen kleinen Ausflug in balinesische Spezialitäten. Ja, wir bedanken uns auch euch, dass ihr sowas teilgenommen habt. Ne? Und dann in der Zukunft können die Urlauber richtig bei balinesischer Warung was essen können. Ja? Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja. Die Nummer findet ihr wieder in der Videobeschreibung von Martin. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Tschüss. Tschüss. Das war wieder eine Warung. Das ist wieder eine Warung. Warung. Lavar. Kambing. Heißt gehacktes Ziegenfleisch.
Gehackt. Ziege. Lustig. Also kann man auch ein bisschen nur nehmen. Ja. Bitte. Dankeschön. Ist ja trennend. Mhm. Ja, wir haben auch einen großen, aber das ist, glaube ich, nervös. Ja, aber für Hannen Kampf ist er zu klein. Mhm. Ja, muss längere Beine haben, ein bisschen Muskel und kräftig aussehen. Wird er täglich massiert, bekommen Vitamine. Ja, muss richtig Muskel haben zum Kämpfen. Soll er gewinnen, ne? Und wenn der Loser ist, kommt in die Fahne. Wird gegessen. What? Der Loser wird gegessen. Na toll. Das ist ja barbarisch.